Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von Asteroid City. In diesem Film geht es um die titelgebende Stadt, in der es 3000 Jahre zuvor ein Meteorit abgestürzt. Und ja, in den 1950er Jahren, wo der Film dann spielt, hat man da in diesem Teil von dieser Stadt hat man dann ein Observatorium, man hatte halt auch einmal im Jahr so einen Kongress und sowas alles. Und ja, dieses Meteoritengestein ist auch immer noch in dieser Stadt vorhanden. Und ja, es gibt dann auch so eine Familie, die da hinkommt und eigentlich nur so auf der Durchreise sein soll, bis dann eines Tages tatsächlich ein Raumschiff aufkreuzt und diesen Meteoriten halt mitnimmt. Ja, auf einmal sind da alle in helle Aufregung und das Militär verhängt dann da eine Sperre und niemand darf mehr rein oder raus, bis diese Situation vollständig aufgeklärt ist. Ja, so viel so ungefähr zu der Handlung, denn ich bin bei dem Film irgendwie gar nicht, also ich bin mit dem Film irgendwie gar nicht warm geworden. Also am Anfang hat man da das wie so ein Theaterstück aufgebaut, das dann hinterher in einen Realfilm reingegangen ist. Dann hat man sich da wirklich viel Zeit gelassen, die einzelnen Charaktere da so ein bisschen zu beleuchten. Also der Film hat ein sehr langsames Erzähltempo. Dann hat man auch so ein bisschen das auch in verschiedenen Akte unterteilt und das auch immer wieder eingeblendet, damit man wieder so ein bisschen diesen Flashback zu diesem Theaterstück dann hat. Ja, also irgendwo bin ich bei dem Film dann gar nicht mehr mitgekommen. Für mich war das irgendwie alles sehr langsam, sehr langatmig. Aber irgendwo hat mich der Film dann komplett verloren. Also irgendwann bin ich da gar nicht mehr durchgestiegen, was da jetzt Sache war, was da jetzt passieren sollte und so. Also irgendwo hat mich der Film dann komplett verloren. Und das, ich weiß auch nicht warum und wieso, aber es war, irgendwann war ich da einfach raus. Keine Ahnung. Ich kann da echt zu dem Film so nichts sagen. Hochkarätige Schauspieler dabei, die machen ihre Rolle gut. Aber irgendwo in der Handlung bin ich dann irgendwie, hat mich da der Film verloren. Ich glaube, so die letzten paar Minuten, da war ich auch komplett weg gewesen. Also da war ich dann auch irgendwie froh, dass der Film auch zu Ende war. Weil der war zwar auch, der war lustig, der hat seine lustigen Momente gehabt und alles, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich irgendwann, irgendwo an irgendeiner Stelle bin ich irgendwie weg gewesen. Also weg gewesen im Sinne von, ich bin aus der Story raus gewesen. Ich bin mit einem Kollegen hingegangen, der sagte auch, was war da jetzt Sache gewesen? Also entweder ist da jetzt irgendetwas gewesen, was ich absolut überhaupt nicht verstanden habe, oder der Film ist tatsächlich so ein komplettes Durcheinander, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Und ja, deswegen mache ich es auch relativ kurz. Ich gebe dem Film deswegen einfach mal eine neutrale Filmbewertung, weil wenn ihr den Film verstanden habt oder wenn ihr wisst, was da jetzt wirklich da der Sinn des Filmes gewesen ist, dann schreibt es bitte mal in die Kommentare. Also an irgendeiner Stelle hat mich der Film komplett verloren. Und deswegen gebe ich dem Film eine neutrale Bewertung von 2 bis 3 Totenköpfe. Weil, also ich habe, also der Film hat mich irgendwie komplett verloren. Also ich war, irgendwann war ich komplett raus gewesen aus der Story. Wenn ihr den Film verstanden habt und ihr Gefallen an dem Film findet, dann sagt mir mal Bescheid, schreibt es unten in die Kommentare rein. Also ich war bei dem Film komplett lost gewesen. Also ich bin auch nie wieder in die Story reingekommen. Ich habe den Film einfach so noch so geguckt und ja, also irgendwie weiß ich nicht. Der Film hat irgendwas entweder für mich falsch gemacht und für andere richtig. Oder der Film war einfach vom Erzählen her ein komplettes Durcheinander und irgendwo bin ich dann nicht mehr mitgekommen. Keine Ahnung. Also
Das war das, was ich zu dem Film Asteroid City zu sagen habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.